Ich bin Urgentino, Stimmgabel heiße ich. Ich bin sehr musikalisch und das beweise ich. Bei meinem Musikprofessor bin ich schon lange Zeit. In allen Orchestersachen, da weiß ich gut Bescheid. Ja, ja, für meinen Professor, da bin ich ein ganz unentbehrliches Mäbel. Mein Professor, der erteilt doch auch Unterricht auf allen möglichen Instrumenten. Und allemal zu Ostern, da hält er nur unter seinen Musikschülern eine kleine Prüfung ab. Und da habe ich doch neulich einmal ein Gespräch belauscht zwischen einem Gescheiten und einem dummen Schüler von meinem Professor. Da sagte nämlich der Dumme zu den Gescheiten, du, wenn ich nur wüsste, wie ich das andrehe, damit ich bei unserem Professor auch die Prüfung bestehe. Und da sagt der Gescheite, das ist doch ganz einfach. Ich gehe zuerst zum Professor rein, lasse die Tiere sticken auf und da hörst du alles, was mich der Professor braucht. Und da gibst du dann dieselben Antworten, die ich ihm gebe. Na gut, die machen das nur auch so. Der Gescheite wird doch erst reingelassen. Mein Professor empfängt ihn mit kolchenden Worten. Sagen Sie mal, mein lieber Sohn, ich nehme an, Sie wären Kapellmeister, hätten eine Kapelle zu dirigieren und Sie sollten zu einer Hochzeitsfeier spielen. Was würden Sie da zuerst anstimmen, sobald das Brautpaar in den Saal tritt? Und da sagt der Gescheite, Herr Professor, ich würde den Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtsrahmen spielen. Sehr gut, sagt mein Professor. Sie werden noch mal ein sehr wichtiger Dirigent werden. Du sagst der Gescheite, Herr Professor, noch bin ich es nicht. Aber durch Ihre Liebe, durch Ihre Güte und durch Ihre vorsichtliche Anleitung, da denke ich, das noch so weit zu bringen. Na, der geht nur raus, nun kommt der Dämliche an der Reihe. Mein Professor empfängt ihn mit folgenden Worten. Sagen Sie mal, mein lieber Sohn, ich nehme an, Sie wären Kapellmeister, hätten eine Kapelle zu dirigieren und Sie sollten zu einer Trauerfeier spielen. Was würden Sie da zuerst anstimmen? So sagt der Tüßliche. Herr Professor, ich würde den Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtsrahmen spielen. Und Sie sind ein Rindvieh, sagt mein Professor. Nun legt aber der Tüßliche los. Herr Professor, noch bin ich es nicht, aber durch Ihre Liebe, durch Ihre Güte und durch Ihre vorsichtige Anleitung, da denke ich, das noch so weit zu bringen. Sehen Sie, so kennst du noch viele solche Sachen erzählen, aber so lange habe ich gar nicht Zeit, denn... Ich bin Orchesterdiener, Stimmgabel heiße ich. Ich bin sehr musikalisch und das beweise ich. Bei meinem Musikprofessor bin ich schon lange Zeit in allen Orchestersachen, nur da weiß ich gut Bescheid.